Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur 6. Ausgabe der Griefer News. Der Streamer Old Griefer hat freiwillig seinen Streamer Plus Rang abgegeben und konzentriert sich nunmehr auf Survival Games statt Griefer Games. Quitten wird er aber laut eigenen Aussagen jedoch nicht. Ein neues Angel-Event hat auf dem Server gestartet. Während auf dem 1.8-Netzwerk wie üblich mit einer Orbangel in Gewässern geangelt wird, wird es auf der Cloud ziemlich heiß. Am Cloud-Spawn hat der Lava-Angler-Shop eröffnet, welche Angeln für die Lavaseen gegen Adventure-Coins verkauft. Mit der Ignis SK6666 wird das Angeln in Lava möglich. Bei dem Lava-Angeln steht sowohl ein geänderter Standard-Pool als auch wie gewohnt der Bonus-Pool von angelbaren Items des Lava-Angler-Shop zur Verfügung. Neben einem Knockback-Stick, dem Barculus Tenebrarum mit Verbrennung 1, Flamme und Rückstoß 25 gibt es eine Armbrust, die AK Balliste Tenebrarum mit Schnellladen und Haltbarkeit 3, ein Schild, dem Scutum Tenebrarum mit Haltbarkeit 3, als auch drei Werkzeuge, welche eine Wahl bieten, die Verzauberung zwischen Behutsamkeit und Glück zu wechseln. Das wäre die Dolabra Tenebrarum. Die Securis Tenebrarum. Und Ligo Tenebrarum mit je Effizienz 5, Haltbarkeit 3 und je nach Wahl Glück 3 oder Behutsamkeit. Neben Werkzeugen gibt es 4 Gemälde, die jedoch nur einmal platziert werden können mit folgenden Motiven: Feuer, Wasser, Erde und Luft. Das Angel-Event ist auf der Cloud nur im Nether, in der Farmwelt ist der normale Nicht-Event-Pool aktiv. Das Event endet am 13.09. um 4 Uhr morgens. Streamer und YouTuber können nun alle 14 Tage einen Admin-Rand auf dem 1.8-Netzwerk bauen. Streamer und YouTuber können den Rand bearbeiten, Streamer Plus und YouTuber Plus können bis zur Mitte der Straße bauen. Dafür muss auf dem Plot die Streamer Flag auf True gesetzt sein. Wie auf dem 1.8-Netzwerk können Streamer und YouTuber nun Schildern auf der Cloud an den Ränder setzen. Streamer Plus und YouTuber Plus können zusätzlich auch Köpfe auf Rändern und Straßen setzen. Wir bedanken uns wieder fürs Einschalten und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen.